Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Testvideo. Heute ist ein neues Aufnahmegerät eingetrudelt bei mir. Ich versuche jetzt gerade in diesen Tagen, ja, sagen wir mal, den Kanal nochmal ein Level anzuheben, ja, und habe mir so eine Elgato gekauft. Und zwar genau die Elgato HD 60S. So, ja. Ich hatte ja gesagt, ich würde auch gern meine anderen Konsolen mal zumindest so ein bisschen, ja, so ein bisschen mit reinnehmen. Ja, also Schwerpunkt wird immer noch Commodore sein und natürlich der C64. Ich sage jetzt mal Verhältnis so 80% wird weiterhin C64 sein und VIC-20 werde ich auch noch mit reinnehmen. Den tue ich auch zu den 80% mit rein, ja. Aber ich möchte einfach mal meine alte NES, der Atari zeigen und auch vielleicht mal das Super NES. Und heute fangen wir damit an mit einem Testvideo. Ich habe jetzt hier die NES angeschlossen. Wir haben Donkey Kong drauf. Donkey Kong habe ich auch hier original auf Kassette, sowie auch jetzt hier Pac-Man und so. Ja, also das ist alles das originale Zeugs damals von mir. Ja, hier ist noch der Controller. Also das ist jetzt hier nicht irgendein Emulator oder so. Die Konsole hebe ich jetzt besser nicht an, weil hier ist so ein Kabel durcheinander, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe das jetzt alles hier ein bisschen zusammengeklempnert. Hauptsache es funktioniert und ich kann das mal testen, ja. Also die NES, die ist jetzt an dem Retro-Scala 2X, beziehungsweise 2-mal oder was das heißen soll, dran über dieses, ja, dieses ganz normale Videosignal. Ich glaube, mehr kriegt man aus der auch nicht raus. Der wiederum schickt dann per HDMI das an dieses Elgato und Elgato schickt es dann rüber zu meinem Laptop, der hier drüben steht. Ich werde wahrscheinlich künftig den Laptop hier hinstellen. Muss ich nochmal schauen, wie ich das am besten mache, weil jedes Mal, wenn ich hier drüben schaue, ob auch wirklich alles aufnimmt, dann muss ich mich immer so drehen. Das ist ein bisschen unvorteilhaft. Ja. Und wie ich die Kamera positioniere, muss ich jetzt auch noch sehen. Das ist alles jetzt hier noch ein bisschen notdürftig. Ich habe nämlich auch so eine Logitech, so eine jetzt mal eine vernünftige Kamera mir geholt, damit man, wie soll ich sagen, ich erhoffe mir vor allem besseren Kontrast und bessere, ja, Auflösung, nicht unbedingt so viel, aber auf alle Fälle, dass die nicht so empfindlich reagiert, was diese ganze Helligkeit vom Raum und so angeht, dass die einfach nicht so ein verkrieseltes Bild macht. Ja. Und die wird dann auch irgendwo so, wie jetzt diese Kamera, irgendwo hier so in der Ecke vielleicht positioniert. Normalerweise wäre es mir recht, wenn man mich sieht und meine Spielecke hier vielleicht auch mit dem Bonus, dass man die Geräte sieht, die ich dann auch gerade zeige. Aber da muss ich mal schauen. Also das ist jetzt hier alles noch Test. So, ich starte jetzt mal Donkey Kong. Ich hatte ja bei meinem Weihnachtsvideo, bei dem Jahresabschlussvideo, sage ich mal, angekündigt, dass wir hier auf jeden Fall nochmal was draufpacken, dass ich die anderen Konsolen zeigen kann. Einfach alles, was ich so in meiner Kindheit hatte, was mich so bewegt hat, fasziniert hat. Das meiste davon habe ich alles noch da. Jahrelang habe ich auch die ganzen Schachteln dazu aufgehoben. Also für die NES hatte ich noch den Originalkarton gehabt mit Preisschild und Kassenzettel und alles. Super Nintendo genauso. Am meisten ärgere ich mich auch so, dass ich jetzt, also ich habe alle nicht mehr mal umgezogen und dann keinen Platz gehabt und dann hat man gedacht, naja, was willst du mit dem alten Geläsch? Ja, heute ärgere ich mich. Ich habe zwar heute immer noch keinen Platz, aber es ist einfach zu viel Nostalgie. Ja, zu viel Nostalgie. Und ich ärgere mich auch viel, weil ich habe beim Super NES habe ich ja hauptsächlich die Rollenspiele gespielt. Illusion of Time, Terranigma und diese Sachen halt eben, ja. Secret of Mana auch, muss ich auch noch erwähnen. Schaffen wir das noch? Ja, schaffen wir noch. Und diese Boxen waren ja ein bisschen größer als die ursprünglich, als die normalen Boxen für die anderen Spiele, sage ich jetzt mal. Und die haben sich jahrelang auf meinem Kleiderschrank gut gemacht, obendrauf, in meinem Spielzimmer. War ja kein extra Raum, das war halt so ein Zimmer, da habe ich meinen Kleiderschrank drin gehabt und da haben die oben drauf gestanden, das sah immer gut aus. Ja, aber auch hier, die sind die irgendwann mal halt der Rationalisierung zum Opfer gefallen. Wieso konnte ich den Schirm nicht einsammeln? Und ja, waren dann halt irgendwann mal weg. Sehr schade. Ah, jetzt geht's.
Aber die guten alten Konsolen sind mir erhalten geblieben. Denen habe ich auch also die meiste Zeit meiner Kindheit verbracht. Und da bin ich dankbar, dass das alles noch so ist. Dass ich hier auch den Controller in Händen halten kann, den ich auch schon vor über 30 Jahren in Händen hielt. Und interessanterweise funktioniert der heute noch genauso gut wie damals. Na? Ich kann den Schirm nicht einsammeln. Doch jetzt. Okidoki. Wahrscheinlich habe ich mich jetzt hier total umständlich angestellt. Das machen wir auch noch fertig und dann soll es mit dem Test gewesen sein. Okay. Ja, also ihr seid natürlich gefragt. Schreibt doch bitte in die Kommentare drunter, wie euch jetzt das gefällt, dass wir sagen, wir nehmen jetzt auch noch andere Konsolen mit rein. Und vor allem, wenn ihr irgendwelche Sachen, sagen wir mal, konstruktive Kritik ist erwünscht, ja. Ob ich jetzt hier an der Bildqualität vielleicht noch was schrauben kann, weiß ich nicht. Aber ja, wenn euch hier irgendwas auffällt, könnt ihr mir das gerne sagen. Dann würde ich das abändern. Hier auf dem Monitor, den ich gerade spiele, das ist ein japanischer, der kann wie heißt das, 50 Hertz Zeilenfrequenz oder so, kann der ganz gut. Den braucht man ja, damit du hier kein Geruckel hast oder so. Technisch kenne ich mich da nicht so genau aus, aber der wurde mir da empfohlen, dass man sowas braucht. Und da ist das Bild sehr gut. 4 zu 3 natürlich. Und ja, ich hoffe halt eben, dass das jetzt bei OBS auch in 4 zu 3 aufgenommen wird. Ich habe da jetzt gar nicht so groß was eingestellt. Ansonsten, wenn euch da was auffällt, wie gesagt, sagt mir es bitte. Okay, soweit dazu. Ich freue mich, es scheint es zu funktionieren. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ja, Leute.